Moin moin liebe Leute und herzlich willkommen zurück zu unserem Let's Play von Star Wars The Old Republic. Wir befinden uns auf Hoth, dem Eisplaneten, und ja, wir sollen jetzt hier gerade mit dem teils Truppführer einmal sprechen. Machen wir das Ganze doch mal. Ich dachte, ihr wärt in Schwierigkeiten. Als euer Notsignal zu sehen war, dachten alle im Aurek-Stützpunkt, dass ihr in Gefahr wärt. Okay, das Komm-Signal sollen wir reparieren. Okay, an diesen großen Gerätschaften hier. Und diese werden natürlich wieder von den imperialen Truppen hier verteidigt. Das heißt, da müssen wir wieder ein bisschen kämpfen. Und schauen direkt mal, was es hier zu erledigen gibt. Jo. 15 imperiale Kampfsoldaten. Au. Der hat gesessen, würde ich mal sagen. Da haben wir noch eine große Gruppe, dann sind wir mit der Bonusmission fertig. Wunderbar. So, was ist hier los? Den sollen wir reparieren. Als wir eine Übertragung von den Tals empfingen, habe ich das zuerst für puren Zufall gehalten. Das ist ja fantastisch! Lieutenant, wir erhalten Nachrichten auf allen Kanälen. Der Crash-Außenposten meldet sich gerade. Wir sind hier draußen nicht mehr alleine. Das wird der Moral guttun. Könnt ihr jetzt Hilfe anfordern? Jetzt, da die Kommunikation wieder funktioniert, solltet ihr Verstärkung rufen können. Oder zumindest neue Befehle einholen. Sir, ich habe eine wichtige Übertragung von der Halbmondschluchtanlage empfangen. Ich stelle durch. Woher stammt das Signal? Wie weit sind Sie entfernt? Warum haben eure Langstreckensensoren den imperialen Angriff nicht entdeckt? In der Halbmondschlucht gibt es eine geothermische Anlage. Wir haben da keine Sensoren. Die Ortolaner waren die ersten Leute auf Hoth. Sie kamen als Kolonisten hierher. Ihre Einrichtung in der Halbmondschlucht verfügt über die beste Technologie für das kalte Wetter auf Hoth. Technologie, die jetzt in den Händen des Imperiums liegt. Ich breche sofort auf. Ich werde sehen, was ich tun kann, um diese Kolonisten zu retten. Ich danke euch. Versucht, Leiter Eldo zu erreichen. Er hat das Kommando in der Einrichtung. Kontaktiert mich, wenn ihr ihn gefunden habt. Viel Glück. Okay, in welche Richtung müssen wir hier? Nach Osten? Was gibt's hier Neues? Einfach nur Verkaufssachen, alles Schrott.
Ein imperialer Kampfdruide. Direkt am Eingang. Jetzt ist Schluss damit. Weg mit dir. Genau wie ich es programmiert habe. Okay, doch eine kleine Bonusmission. 15 imperiale Streitkräfte. Ich weiß jetzt nicht, ob auch die dazugehören. Wir machen es mal, weil wir eben bei den Ruinen nichts bekommen haben. Okay, aber zumindest kriegen wir für ihn was. Ja, die Kampfdruiden, finde ich, sind auch imperiale Streitkräfte. Komisch, dass sie nicht mitzählen. Genau wie ich es programmiert habe. Die Republik hat euch zum Sterben auf diesem Eisbrocken im Outer Rim zurückgelassen. Ergebt euch, dann wird euch das Imperium in den Kern zurückbringen. Ich denke nicht. Die Republik hat euch zum Sterben auf diesem Eisbrocken im Outer Rim zurückgelassen. Ergebt euch, dann wird euch das Imperium in den Kern zurückbringen. Ich denke nicht. So, ein Gegner noch. Oder hinten noch was? Nö, nichts Interessantes zumindest. Genau wie ich es programmiert hatte. Wiederholt das Imperium. Die Anarchisten der Republik wurden völlig geschlagen. Endlich haben die Kolonisten auf Hoth eine Chance auf Frieden. Hier müssen wir hoch. Wir müssen den Leiter hier finden. Der dürfte hier hinten drin sein. Die Republik hat euch zum Sterben auf diesem Eisbrocken im Outer Rim zurückgelassen. Ergebt euch, dann wird euch das Imperium in den Kern zurückbringen. Ja, ja. Ich werde euch nichts tun. Habt keine Angst. Ich gehöre nicht zum Imperium. Ich bin hier, um euch zu helfen. Wer republikanische Sympathisanten meldet, wird belohnt. Wer Anarchisten Unterschlupf gewährt, wird bestraft. Was ist euch lieber? Seid vernünftig. Ihr könnt euch nicht ewig da drin verstecken. Früher oder später werdet ihr rauskommen müssen. Die Republik hat eurem Volk diesen Planeten gestohlen. Das Imperium wird ihn euch zurückgeben, wenn ihr uns nur lasst. Es ist immer noch Zeit. Wann habt ihr ihm das gesagt? Vielleicht können wir ihn noch aufhalten, wenn wir uns beeilen. Ihr seid allein hier draußen. Dem Senat ist egal, was im Outer Rim passiert. Ergebt euch. Dann könnt ihr Hoth heil verlassen. Natürlich. Geht. Aber das Imperium hat noch nicht gewonnen. Noch können wir eure Leute retten, wenn ihr gewillt seid, es zu versuchen.
Okay, benutze das Kommunikationsterminal. Wir sagen mal Bescheid. Ihr Sterben auf diesem Eisbrocken im Outer Rim zurückgelassen. Ergebt euch. Alle im Aurek-Stützpunkt sind in Gefahr, Lieutenant. Das Imperium hat vor, die Minen der Ortolaner als riesige Bombe zu verwenden. Was? Ist das euer Ernst? Ich schicke jeden, der einen Blaster halten kann, zu eurer Position. Versucht uns ein wenig Zeit zu verschaffen. Bereitet euch auf das Schlimmste vor. Wenn das nicht funktioniert, wird es dort bald sehr heiß. Verstanden. Und danke. Wir haben hier eine Menge Verletzte in Koltotanks. Wir brauchen mehr Zeit. Geht in die Minen und versucht sie davon abzuhalten, das Gas zu entzünden. Wir bereiten uns auf das Schlimmste vor. Viel Glück. Ja, auch wir geben unser Bestes. Okay, wir müssen hier erstmal wieder raus. Einen Weg hinaus finden. Die Republik hat euch zum Sterben auf diesem Eisbrocken im Outer Rim zurückgelassen. Ergebt euch, dann wird euch das Imperium in den Kern zurückbringen. Jeder hat irgendeine Schwäche. Wir können uns natürlich hier auch raus teleportieren, aber ich würde sagen, wir kämpfen uns kurz nach draußen. Ist ja jetzt auch nicht so weit. Finden sich denn die Minen? Die sind hier. Das würde sich ganz gut anbieten. Dann können wir die andere nämlich danach machen, indem wir dann hier über die Brücke gehen. So ist der Plan. So, da kommen wir wieder hoch. Ach, guck mal, hier haben wir auch noch eine Mission. Schön, dass wir hier nochmal langkommen. Müssen wir mal den Eingang suchen hier. Da. Nolan Pass. Kamanehinga Nakaka. Manalak Laginapi Kibaraka. Kamperimganam Bagiyang. Manikikupukam. Ragamemua Inubunyen. Kemapa Amkanamia. Im Moment droht uns keine Gefahr. Ich spüre keine Erschütterungen. Vorläufig sollten wir keine Probleme haben. Nikak agakipneba naya amgam barakeki nulilak apajam kamgam ampanemnang memua inok mem amak kupka kramanik umnukiga mayamak. Solange es nicht allzu kompliziert ist. Ich tue, was ich kann. Bumogala apayang nelama ini amka amgam. Gut, dann schauen wir uns das auch nochmal an. Ah, guck mal da. Das trifft sich ja ganz gut. Dann können wir das gleich in einem Zug fertig machen hier unten. Aber ich würde sagen, wir gehen erstmal in die Minen. Das erfordert erstmal unsere Aufmerksamkeit hier. Damit die im Aurek-Stützpunkt nicht alle sterben. Während das Gas dorthin geleitet wird. Haben eine ganz schön krasse Verteidigungslinie, die Imperialen hier. Müssen wir ein bisschen aufpassen.
Okay, schauen wir uns das Ganze hier mal an. Ziemlich leer hier. Private Falk. Wie gut, dass ich euch rechtzeitig gefunden habe. Ihr lauft in eine Falle. Die Ortolaner haben uns verraten. Wie seid ihr so schnell hergekommen? Ihr wart im Aurek-Stützpunkt, nicht wahr? Wie seid ihr vor mir hierher gekommen? Der Lieutenant hat mich direkt hergeschickt, nachdem ihr aufgebrochen seid. Wir haben eine Nachricht von Leiter Aldo an Call Torin abgefangen, in der er ihm mitteilte, dass ihr auf dem Weg seid. Gut zu wissen. Ich schätze diese Warnung. Sie richten etwas weiter hinten im Tunnel einen Hinterhalt ein. Wenn ihr euch beeilt, könnt ihr sie überraschen, bevor sie bereit sind. Aha. Wie mit dem Wissenschaft. Tötet mich nicht! Ich hatte keine andere Wahl, versteht ihr das nicht? Man hat immer eine Wahl. Ihr solltet für eure eigenen Entscheidungen die Verantwortung übernehmen. Die Republik sucht nach einem Prototypen, der hier abgestürzt ist. Das Ding ist vermutlich in der Atmosphäre verglüht. Wir werden es niemals finden. Die Republik wird dafür sorgen, dass ich in einem Leichensack nach Hause komme. Das Imperium hat mir angeboten, mich zurück zum Kern zu schicken. Und ihr habt ihm geglaubt? Wurde das Wort lebendig ausdrücklich in diesem Angebot erwähnt? Es war eine bessere Chance als das Angebot der Republik. Was? Was geschieht jetzt mit mir? Ihr bleibt hier. Ich sorge dafür, dass euch jemand abholt. Wartet, ihr... Lieutenant, schickt jemanden, der Private Falk abholt. Und sagt ihnen, sie sollen ihn im Auge behalten. Falk? Was zum... Ein Stoßtrupp ist unterwegs. Ich schätze, ich schulde euch schon wieder etwas. Danke. Ihr lasst mich hier auf Forth? Hättet ihr mich nicht einfach erschießen können? Warum hat sie da jetzt nochmal das Schwert gezogen? Das habe ich jetzt nicht verstanden. Okay, runter auf Ebene 2. Wir ziehen mal weiter. Bonusmission müssen wir auch hier erledigen können. Ohne die beiden vorne noch zu erledigen da. Bis hierher ist unser Buch wohl noch nicht durchgedrungen. Ich glaube, wir müssen nochmal zurück. Dann nicht riskieren, dass sie jetzt hier flach fällt. Wunderbar. Das ist weit genug. Ihr müsst mittlerweile erkannt haben, dass keine Verstärkung kommen wird. Ihr seid hier unten allein. Übergebt eure Waffen, dann sorge ich dafür, dass ihr in den Raum der Republik zurückgebracht werdet. Das könnt ihr gar nicht versprechen. Ich bezweifle, dass ihr die Autorität habt, diesen Handel zu erfüllen. Ein unbedeutendes Detail. Versteht ihr denn nicht, dass dieser Konflikt sinnlos ist? Selbst wenn ihr den Stützpunkt retten könnt, werden diese Leute hier sterben. Ein verlorenes Schiff ist der Republik mehr wert als alle Soldaten auf dem Planeten. Sie werden Hoth niemals lebend verlassen. Sie zu töten ist also gnädig. Und weil sie Hoth nicht verlassen können, haltet ihr es für besser, sie in Stücke zu sprengen? Ich sehe schon, dass wir hier keine intelligente Diskussion führen können. Nun dann, ich werde das hier schnell und schmerzlos machen. Ja, wir auch.
programmiert. Jetzt ist Schluss damit. Okay, das war's mit ihm. Das war vielleicht ein Kampf. Ich kann nicht glauben, dass wir sie rechtzeitig aufgehalten haben. Die Macht war mit uns. Der Zeitpunkt wurde nicht allein durch Glück bestimmt. Das Gebiet ist gesichert. Vielleicht solltet ihr den Lieutenant wissen lassen, dass der Stützpunkt so schnell nicht explodieren wird. Das ist eine gute Idee. Den können wir das mal wissen lassen. Wir sollen zum Stützpunkt zurückkehren, aber ich würde sagen, wir machen die anderen beiden Missionen noch. Das werden wir aber in dieser Folge nicht mehr schaffen. Daher verlassen wir die Mine einmal und ich würde sagen, dass wir uns dann in der nächsten Folge wiedersehen. Ich würde mich freuen, wenn ihr ein Like oder Kommentar hinterlasst, sollte euch die Folge gefallen haben. Und natürlich, wenn ihr auch wieder einschaltet und wieder mit dabei seid, wenn es hier weitergeht auf Horst. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dahin.